Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Wir spielen Hardcore. Entweder schaffe ich den Story-Modus oder ich sterbe. Eins von beiden wird passieren, was auch immer. Und bis zu diesem Zeitpunkt werden wir gemeinsam dieses Abenteuer erleben. So, wir haben schon ein wenig mehr Strom wieder. War ja schon fast leer hier. Was ich brauche, Laserschneider, Batterieladegerät. Wir brauchen Wahnsinn. Ich setze mir mal einen Wegpunkt. Und zwar, Signalboje 1. Nein, zur Rettungskapsel. Genau. Wir wollen vorerst einmal zur Rettungskapsel. Ich gleich in die falsche Richtung. So. Rettungskapsel. Warum Rettungskapsel? Weil wir haben eine offene Kommunikation. Super Jump. Wir haben eine offene, also eine nicht angehörte Nachricht. Und ja, dem will ich natürlich nachgehen. Das kann so nicht sein, dass wir eine Nachricht bekommen haben, die wir uns nicht angehört haben. Warum ich mich jetzt hier wieder ablenken lasse, ist, ich lasse mich immer so leicht ablenken. So, ja. So, was finden wir? Hier finden wir nichts, aber so, Seemotte. Ja, auch in Ordnung, aber Atommüllbehälter, der ist nett. So. Super. So, da haben wir Schrott, da haben wir diese Beißer. So, endlich einen Beißer gescannt. Nicht, dass ich Fan dieser Beißer bin, aber endlich einen gescannt. Kann ja auch nicht schaden. So, gut. Wieder einiges an Bauplänen, Blaupausen und so weiter erhalten. Finde ich gut. So, Atommüllbehälter. Ich weiß noch immer nicht, ob ich einen Atom... Ich wollte in der vorigen Staffel schon kein Atomkraftwerk bauen. Und eigentlich möchte ich das noch immer nicht. So, Sandstein. Ja. Wo geht's denn dahin? Ich lasse mich immer... Das ist aber auch... Man schaut irgendwo hin und dann ergibt sich hier was Neues, wo man sich denkt, oh, was ist denn da? Vielleicht ein Ressourcending. Das könnte ich mal holen, wenn da unten diese Tigerpflanze nicht auf mich schießt. So. Okay, ich schaue da einmal runter. Oder zweimal. So. Eine Tigerpflanze. Was ist denn das? Ah, die Pilze. Gut. Sind wir eine Kurve gefahren? Auch nett. Aber jetzt nicht mehr ablenken lassen. Oh, ein Riffrücken. Die sehen auch so cool aus. Entschuldigung. So. Vorwärts geht die Reise. Ja, hier ist es sehr blau. So. Was hat er gerade gesagt? So, gleich den Scanner in die Hand nehmen. Ein Kabel. War ich hier schon mal? Ein Bürostuhl! Wir werden die Hammer-Einrichtung machen. Ja, beste Einrichtung ever. Von allen Abgestürzten werden wir die schönste Wohnung haben. So, noch ein Spind. So, da schaue ich gleich rein, aber vorher möchte ich noch Luft holen. Wahrscheinlich brauche ich wieder einen Laserschneider dafür. So. Hier nicht. Wahrscheinlich von oben, oder?
Ja. Ja. Schade. So. Oh. Jetzt sind wir ja echt nah. Ich weiß, ich wollte mich nicht ablenken lassen, aber wir sind ja echt nah. So, ein Schubkanonenfragment. Und ganz nah bei der Aurora. So, ich habe gehört, direkt bei der Aurora, ich glaube, wir haben sie in der vorigen Staffel ja auch gesehen, ist der Dicke. Ganz nah. Dem wollen wir eigentlich nicht begegnen. Wobei ich schon gern mal direkt neben der oder rund um die Aurora auch erkunden möchte. Immer wieder schön einsteigen. Da wird's rötlich. So braun. Und es ist laut. Definitiv ist es neben der Aurora laut. Und Brückenfragment haben wir aber schon, glaube ich, alle. Ja, ja. So. Gut. Das ist eine Höhle? Ja, schon, aber geht die auch? Nein. Nein! Boah, knapp. So, ich muss. Mir ist es da zu laut, ich gehe da weg. Wird hier gleich besser. Super. So. Da, 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 da. Bin ich froh, dass ich einen Schutzanzug habe. Also was jetzt so Radioaktivität und sowas betrifft, oder? So, dann gehen wir mal in die Richtung. Das ist sicher Titan. Wenn das Titan ist. Oh, da muss ich mir das auch anschauen. Wenn das Titan ist, habe ich recht gehabt. Oh. Den Schrott lassen wir diesmal liegen. Oh, habe ich ganz vergessen. Vor lauter Aufregung. So, ich glaube, bevor wir da. Da ist auch so ein Spalt. Wuhu. Da könnte man natürlich auch schön rein. Ja, so. Aber bevor man da schön rein, brauchen wir Wasser. So, aber wir gehen da noch schön rein. So, Wasser. Gut, dass wir die Blasenfische gefangen haben. Ich werde definitiv noch einmal dorthin zurückgehen. Ja, kann ja nicht schaden. Wer weiß, was wir noch finden. So, zuerst muss ich allerdings was trinken. Da haben wir auch noch relativ viele. Die mobile Fahrzeugstation könnte ich dann auch schon langsam mal übersiedeln. Ja, könnte ich. Muss ich aber nicht. Oh, Kommunikation. Ah, das wollten wir ja auch machen. Verdammt. Was wir alles wollten. Ich habe kein Wasser. So, da muss irgendein Fisch her. So.
Daran habe ich nicht gedacht, dass ich kein Wasser habe. Ich dachte, ich habe Wasser hier. So. Der gibt zumindest 5. So. Dann werde ich wohl oder übel zu einem Mittel greifen müssen, das ich eigentlich nicht wollte. So, die da sieht schön grün aus. So. Ja, das hilft aber auch nicht. Nein, das hilft gar nicht. Ich kann nicht die essen. Ja, schon, aber wie? Ich werde da zum absoluten Veganer. So. Ich kann nicht schneller fressen, als ich verdurste. So richtig mit dem Mund hinein ins Grüne. So. Dabei, ich habe ihn gesehen. Er hier nämlich. So. Ja, komm her. So, und hier den, ich sehe ihn. Ja, komm her, komm, komm. Du dienst einem guten Zweck. So, du auch. Ja. So. Ja, weil ersticken wollen wir doch da nicht. Nein, verdursten ja, aber nicht ersticken. So, gekocht wird. Lecker Blasenfisch. So. Ja. Was haben wir dann noch alles? Okay. Ich dachte wirklich, dass wir hier auch Essen haben. Also trinken vor allem. Gut. So, lecker Glubscher. Die kann ich leider nicht essen. Noch Fisch. Bleib hier. So. Ein Blasenfisch noch. Ja, jetzt kommst du zu mir. Ja, bleib. Ja, braver Blasenfisch. So, lecker Glubscher. Komm mal. Ich übertreib's jetzt gerade mit dem Essen wieder, oder? So. Gut, die werden uns kochen. Das wird lecker. Ein wahrer Hochgenuss. So. Und dann, wenn wir gekocht haben, geht die Reise weiter. Jetzt habe ich den nicht so Wasser, sondern noch. So. Naja, einen kann man ja. Einen. So, und ja, Wasser natürlich nicht. Super. So, was haben wir dabei jetzt? So, 32 und 5. 21 und 3. Ja, der ist sowieso nicht gut, der ist nur als Wasser gut. So, also, er ist schon gut. Ich möchte ihn nicht abwerten. So. Welcome aboard, Captain. Jawohl, danke schön. Da, da, da. Da, da, da. Da könnte ich Blasenfisch ohne Ende haben. Sehr gut. So. Kurz in die Richtung. Jawohl. So, und da vorne müsste dann schon... Ui. So, und da hört jetzt... Jawohl. Da hören die Schlingpflanzen auf und da geht's dann los. Die Aurora. Ganz unten. Und da irgendwo gibt's auch den dicken. Ich möchte dem Dicken nicht begegnen. Was ist das?
So, schnell wieder weg. Ja, die haben alle geöffnet. Schrott. Irgendwie sehr gruselig, aber hier. Schrott. Schrott. Sehr gruselig. Schrott. Quarz. Ist gut. So, schauen wir mal. Haben wir noch? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. So. Wir bleiben auf dieser Seite. Wir müssen dann eh umdrehen. So. Was ist das für ein Teil hier? Ein Brückenfragment. Schön. Und davon ist noch Quarz. Ja, das nehmen wir uns natürlich. So, und schon sind wir auf einer Insel gelandet. Ah, so. Ziemlich laut ist diese Aurora. Ich sag's euch, ich sag's euch. So, also um den Hügel rum, aber auf der anderen Seite noch mehr Quarz. So, sag mal, vielleicht legen wir den... Ah, wir haben noch ein bisschen, haben wir noch Platz. Müssen wir noch nicht ablegen, aber ich glaube, bald ist es soweit, weil wir finden da total interessante Sachen. Ich mag nur dem Dicken nicht begegnen. Das haben wir zwar schon, aber... Da haben wir Quarz. Au. Jetzt überfährt nicht mich die Motte, sondern ich die Motte. Toll. Energietransmitter auch gut. Es wird wieder heller, Gott sei Dank. Dann muss ich mich nicht mehr so fürchten. So, da hat es kurz gehakelt, aber auch. So, Schrott, Schrott, Schrott nehmen wir nicht mit. Schrott. Viel Schrott. Ich will da in den Graben rein, vielleicht ist da auch irgendwas Tolles. Schon wieder. So, Quarz. Er hier. Und er hier. Ein Ei. So, dann steigen wir mal wieder ein. Wie viel haben wir denn? Ah, wir sind voll. Verdammt. Dann muss ich's essen. Sind eh schon fast. Fast. Fast kaputt. Ich dachte mir, so in der Nähe von der Aurora muss in so einem Graben irgendwas wachsen, was sonst nirgends vorkommt. Dachte ich. Vielleicht. Hört sich ein wenig auch wie Wahlgesänge gerade an. So, ja, den Schrott schmeißen wir da runter. Ich weiß, ach wie schrecklich Schrott. Aber hier ist Quarz. Und Quarz ist mir jetzt gerade lieber als der Schrott. Und da ist ganz schön viel Quarz. Den kann ich leider nicht graben. Nein. So. Eigentlich wollte ich ursprünglich Diamanten holen. Geht euch das auch so bei Subnautica? Ja. Irgendwo hinzufahren, zu sagen, oh, heute mache ich das. Ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt ein wenig an meiner... So. Ja, wir werden jetzt aber... Reparatur hier. Nein! Und zwar eher hier. So. Wieso ist jetzt so spontan so dunkel geworden? So, ich tauche mal auf. Dabei ist Tag. Dieses Wrack. Ich glaube, das kenne ich. Ja. Der Bürostuhl. Gut.
So, in den Spalt waren wir drinnen. So, ich hoffe hier noch irgendwas scannen zu können. Schubkanone. Schubkanone. So. Was ist das? Schubkanone. So, die lassen wir aber jetzt drinnen. Inventar. Drei Plätze. Ein Sandhai. Eine Schubkanone. Wir haben ganz schön viele Schubkanonen hier transportiert. Der macht aber auch Lärm. So, da haben wir wieder die. Die will ich unbedingt öffnen. Da ist sicher irgendwas Tolles drin. Ein Medikit zum Beispiel. Oder natürlich ein Medikit. So, da hinten habe ich gerade gesehen. Da ist auch noch eins. Da ist vielleicht mit Glück auch ein Medikit drin. Wir werden sehen. So. Oh, eine Batterie. Die Batterie gefällt mir sehr. So. Ja, der ist aber heute aggressiv. So, benutzen. Dabei gibt es gar keinen Grund. Nur weil ich in seinen Lebensraum eindringe. Oh, ist das dieses Zyklopenteil? Der hat schon ganz grüne Pusteln. Schauen wir mal. Schrott, 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 Schrott. Da leuchtet was Blaues, aber das ist sicher nur... Ja. Eine Beleuchtung der Aurora. Muss man auch nicht mehr wirklich beleuchten. So. Ja, hier ist noch ein... Frachtcontainer. Oh ja, eine Batterie. So, wir brauchen am besten keine Batterieladegeräte. Nein, wir brauchen einfach... Wir haben genug Batterien. Wenn sie leer sind, werfen wir sie auf den Müll. So, ich denke mal, das war's mit dem heutigen Ausflug rund um die Aurora. Ich sehe gerade von der Zeit her, ist auch schon ganz schön... Ja, nicht mal mehr den Quarz nehme ich mit. Oh, da ist... Der Pilzwald. Das ist es, was ich gemeint habe. Genau. Super. Jetzt haben wir das nämlich auch fertig. Das sind auch noch ganz viele Bommeln, die da herumhängen. Ja, den Pilzwald werden wir uns auch noch anschauen. Die eine Nachricht müssen wir nachher... Und Diamanten haben wir noch immer keine... Vielleicht sollten wir zur vermuteten Degasi Base. Naja. Wir werden uns das genau überlegen. So, auf jeden Fall sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.